So Leute, ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und in diesem Video gibt's den ersten Teaser, das erste Teaserbild zu DLC 3, welches voraussichtlich am 9. Juli erscheinen wird und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Video. Und zwar hat Treyarch dieses Bild gepostet mit der Überschrift A little learning is a dangerous thing mit dem Hashtag Black Ops 4 Hashtag Zombies. Was dieses Zitat genau zu bedeuten hat, beziehungsweise was es hier zu bedeuten hat, darauf werde ich kurz eingehen. Und zwar ist es übersetzt so viel wie, ein bisschen zu lernen, ein bisschen zu wissen ist eine gefährliche Sache. Und das Zitat stammt original von Alexander Pope und das Ganze wird so interpretiert. Und zwar ist ein Halbwissen, also ein bisschen was zu wissen, eine gefährliche Sache, weil man eben nicht die ganze Wahrheit kennt. Und was es genau in diesem Szenario für eine Bedeutung haben könnte, ist eigentlich relativ schwer. Ich denke mal, dass es sich aufs Chronorium bezieht und jetzt kommen wir auch schon auf das Bild zu sprechen, welches Treyarch dazu gepostet hat. Fangen wir mal grob an. Wir können oben links eine Hand erkennen, darunter ein paar Bücher oder was es auch immer sein möchte. Und links im unteren Bild können wir nochmal wie so eine, ja, so ein Gürtelzubehör erkennen. Und in der Mitte, beziehungsweise der Mitte und rechts ist eben dieses gigantische Buch. Ich glaube, beziehungsweise ich bin mir nicht zu 99% sicher, dass es sich hierbei um das Chronorium handelt. Das Chronorium ist ein Buch in der Zombie-Geschichte, welches etliche Informationen zu den bekannten Universen, zu den Charakteren an sich, aber auch über die Abläufe, über den Summoning Key, also im Prinzip alles, was irgendwie mit der Zombie-Story zu tun hat, enthält. Und dort haben wir zwei Seiten aufgeschlagen. Auf der linken Seite sehen wir den dunklen Mechanismus. Den kennen wir schon auf Blood of the Dead und Richtofen ist hier gestorben bzw. hat sich selbst geopfert, sodass seine andere Version freigekommen ist und im Prinzip Takeo bzw. Nikolai dann das Chronorium bekommen hat. Und was ganz interessant ist, und zwar auf der rechten Seite kann man zunächst nicht sonderlich viel erkennen. Wenn man jedoch genau hinsieht, dann wird man feststellen, dass die Schrift in der Mitte wie so ein bisschen ja, verbrennt bzw. verbrannt ist. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, dass es aktuell geöffnet worden ist und sich verändert. Wir wissen ja, dass der Kreislauf durchbrochen worden ist. Kleine Zwischeninfo für alle, die vielleicht neu dazugekommen sind. Nach Revelations waren die Helden ja in so einer Endlosschleife gefangen. Die mussten immer wieder die ganze Geschichte durchleben und Dr. Monty hat sie jedes Mal wieder zurück nach Origins geschickt und so weiter. Und wir wissen, dass spätestens zu Beginn von Blood of the Dead, als Richtofen seiner anderen Version das Buch gegeben hat und dieser eben das Buch geöffnet hat und dann sowas gesagt hat wie, hä, was, das kann nicht sein, die Seiten haben sich geändert, also im Prinzip schreibt sich dieses Chronorium die Zombie-Geschichte gerade neu, weil sie eben diesen Kreislauf durchbrochen haben, also im Prinzip die Zukunft jetzt eine andere, als wie wir sie jetzt kennen, sprich, dass Dr. Monty die Helden immer wieder in die Endlosschleife schickt. Also irgendwas hat sich auf jeden Fall getan und ich denke, dass einfach diese zwei Seiten symbolhaft dafür sind, beziehungsweise dass diese Maschine eben ein Schlüsselpunkt in der Hinsicht ist. Links im Bild können wir noch eine Hand erkennen und es ist gut möglich, dass die Person, der die Hand eben gehört, ich denke mal Richtofen, gestorben ist. Warum denke ich, dass es Richtofen ist und zwar links unten im Bild dieses Gürtelzubehör? Wenn man sich ein Bild von Richtofen anschaut, wird man feststellen, dass Richtofen eben so eins getragen hat, um eben die Blutampullen zu befestigen. Genau, und jetzt noch ein ganz kleiner Hinweis bzw. ein Gedankengang, den Glitching Queen sich eben überlegt hat. Und zwar meinte sie, dass dieses Zitat eben, dass ein bisschen zu wissen gefährlicher ist, bzw. ein bisschen Wissen gefährlich ist, dass sie eben meint, dass die Richtofen-Version, die im Apparat eingesperrt wäre, doch nicht tot ist. Also dass man im Prinzip davon ausgeht, dass er tot ist, aber vielleicht doch noch lebt und nochmal in Erscheinung treten wird. Spätestens, beziehungsweise aktuell geht die Zombie-Community davon aus, dass am 9. Juli das DLC 3 erscheinen wird und bis dahin werden wir auf jeden Fall noch ein paar Teaser-Bilder wahrscheinlich und noch einen Trailer erhalten. Und in dem Sinne war es das von meiner Seite. Wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Falls ihr irgendwelche Gedankengänge habt oder so, lasst es mich in den Kommentaren wissen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut euch rein!